lustig. Cutscene-Trigger. Hi there, ladies and gentlemen. Thank you very much for having me. I am very happy to... Ich habe keine Ahnung, von wann das Tutorial vom Speedrun noch gültig war, weil das war, glaube ich, 2 Jahre alt, das Video. Denke mal, ich den Run eigentlich als Low-Percent gefunden habe. Dann drücke ich euch beiden sehr doll die Daumen und ich verziehe mich jetzt in meiner Regiekammer. Yay. Bis später, Juki. Jo, viel Spaß. Danke. Silent Hill 2 at GDQX and seen my various characters. Hast du schon mal Dead Rising gespielt? Ich spiel nicht, ich hab damals noch den Hype beim Relays rausbekommen, als es hieß, dass ein Spiel zum Film Zombie im Kaufhaus erscheint. Ah. Als das Spiel dann rauskam, hatte ich dann auch schon keine Dreamcast mehr. Aber weil war Dead Rising nicht Xbox? PC? Also angekündigt war damals auf jeden Fall für die Dreamcast, das weiß ich noch. Okay, soweit kann ich, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es halt erst für Xbox, glaube ich, gekommen ist, dann für PC. Achso, stimmt, ja, das ist hier, man sieht es unten, der Overtime-Mode. Das heißt, das Ganze spielt nach dem perfekten, guten Ende von Dead Rising. Das heißt, hier muss man erst freischalten. Und ja. Alright, we are good to go in 3, 2, 1, let's go. Es gibt ja auch nicht großartig viel an Skips oder Geheimnisse zu verraten. Hey, der Run geht relativ fix. Ja, das mit dem Springen war zum Beispiel gerade neu. Dass er hier springt. Und dieses Rollen macht er, ist ein Cut, also beim Cutscene-Trigger, da rollt er immer dann in jene rein, sofern es möglich ist, und spart dann so ungefähr nochmal so anderthalb bis eine Sekunde. Eine Sekunde. Warum genau? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist so. Was wir jetzt machen müssen am Anfang ist, wir müssen 8 Dinge einsammeln. Wo läuft denn? Da sieht man schon mal, mein Tutorial ist nicht aktuell scheinbar. Eigentlich müsste er andere Dinge einsammeln. Ich bin jetzt sehr verwirrt. Ja, die Runs von ihm sind etwas älter, das habe ich auch gesehen. Ich habe auch, ich glaube, 3 verschiedene Runs geguckt und die waren alle gleich. Und das hier ist das erste Mal, dass ich das so sehe. Ich habe wohl keine Ahnung. Und being extremely small, in New Game Plus runs you would have 12 slots. Right now we only have 6 and we need 2 of them. Aber es kann sein, dass er einfach einen anderen Weg gelaufen ist. Was er da schon mal eingesammelt hatte vorhin, das sind Königinnen, Queens, die muss man später im Laufe des Spiels, braucht man 10 Stück davon, in diesem Speedrun. Dieses Magazin, das er aufgesammelt hat, das brauchen wir auch noch. Das vereinfacht nämlich dann nachher die Suche nach den Queens, weil solange man das Magazin im Inventar hat, dann wird bei den Zombies eine grüne Bubble angezeigt am Kopf, was dann halt eben zeigt, dass jener einen... eine Queen hat. Ja. Das Skateboard haben wir hauptsächlich jetzt einfach nur, um uns schneller fortbewegen zu können. Den Saft zum Heilen. Ja. Er hat schon die ersten 3 Sachen eingesammelt. Ein Kältespray, Spray, einen Mixer und ein Developing Solution. Keine Ahnung, was das ist. Und hier dieses Lagerhaus ist sehr RNG, aber lief alles gut, weil sonst kommt es gerne dazu, dass jene Wachen den Weg blockieren. Und man ein paar Probleme kriegt mit der Gesundheit. Yeah. Anyway,
Ein Kaffeefilter ist auch ganz wichtig für eine Zombie-Apokalypse. Brauchen wir auch noch. Also wir müssen, wie gesagt, 8 Dinge sammeln. Einmal Kältespray, Mixer, Developing Solution, ein Kaffeefilter, da brauchen wir noch einen Campingkocher, ein Parfüm, warum auch immer. Und noch eine Lupe und ein First Aid Kit. Hier mal den Campingkocher. Does get hit and his health gets low. You can actually just chug down orange juice and they decide never to attack you for some strange reason. I don't know why. I will actually demonstrate this right up here. There is a guard in the Estelle's Fine Lady Cosmetics. Auch die Rolltreppe kann man easy hochfahren mit dem Skateboard. Ich würde es aber dennoch abraten, im Real Life zu probieren. Where'd he go? It's Tactical OJ, man. Tactical OJ. Part of a balanced breakfast. So that is not a glitch, that is an intended feature. Ja, das Parfüm haben wir jetzt geholt. Das heißt, wir brauchen noch eine Lupe und ein Erste-Hilfe-Kit. Und dann haben wir quasi das erste von 4 Kapiteln, nenne ich es jetzt mal, abgeschlossen. Geht alle sehr schnell. Das Witzige ist, auch hier könnte ich jetzt, wenn ich wollen würde... Okay, jedenfalls, dass das Fotoschießen hat mich gerade verwirrt. Dead Rising habe ich damals nur den zweiten Teil gespielt und das auch nicht sonderlich lange. Und dann kam ein anderes Spiel raus, was ich vor einiger Zeit angefangen habe. Und jetzt kommt's. Das ist Dead Rising plus Yakuza. Und wer mich kennt, der weiß, Yakuza ist gut. Und das ist quasi das gleiche Spiel. Was wir jetzt gerade gemacht haben, ist, wir haben einen Generator geschnappt. Glaube ich zumindest. Ist alles ein bisschen anders als die Speedruns, die ich gesehen habe, wo ich mir die Notizen zugemacht habe. Von daher entschuldigt mich etwaige Fehler, bitte. Because they can launch missiles at us, and the missiles will kill me in one hit from full health, and that is not good for the speedrun. Yeah, most enemies in this game will tear them to Swiss cheese. Oh, yes. Anyway, so we need to get our special thing right here, and we'll have our friends of the special forces watch us blend... Wieder ein bisschen heilen. Hopefully they won't kill me. They're waiting patiently while you chug down yogurt. Auch schön, wie sie alle warten, bis man fertig getrunken hat. Also ein bisschen Anstand haben die doch noch. Carton of a gallon carton of whatever of yogurt, it will not work. Or wine. Yes, wine is a very powerful healing item, but it deals 5 blocks of health, and I would like to keep it through the grocery store. Du warst bis jetzt nämlich am Überlegen, das zu run. The Willamette Parfum Mall grocery store. You cannot enter it without going up the flight of stairs. Du warst bis jetzt noch nicht am Überlegen, das Spiel zu run. Dead Rising ja nee. Dead Rising war irgendwie nicht so meins. Ich meine, das ist ja eigentlich nicht ein Unterschied, ne? Ob jetzt ein Skateboard, Zombies, kaputt schlägst oder mit dem Fahrrad Mafia-Party. Ja, stimmt alleine. Doch, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, aber die Runs, die waren alle ein bisschen anders. Ich habe sogar noch ein Tutorial geguckt zum Speedrun hier. Also wo nochmal so ein bisschen ein paar Sachen erklärt wurden und alles, aber das hier ist ein bisschen andere Route, die er hier fährt, läuft. Ich habe auch ein bisschen gesagt, ich habe auch nur ältere Runs gesehen. Ja. Beziehungsweise diese Low-Percent-Kategorie habe ich nirgendwo gefunden. Das stimmt allerdings, die habe ich auch nicht gefunden. Hier ganz interessant und wichtig, man macht die rechte Tür auf, nicht die linke, weil wenn man die rechte Tür aufmacht, die Wachen gehen wohl nicht gerne durch rechte Türen, also durch Türen, die auf der rechten Seite auf sind. Wenn man nämlich die linke Tür aufmacht, dann kommen die Wachen einem hinterher, aber bei der rechten Tür nicht. And hope I get another queen here, because the ideal way is to get two queens before you finish your grocery run, because we only have 6 inventory slots. You need to do this in a batch of 2-4-4. If we do it in 1-4-5, we won't have a skateboard at the very end, and it makes things a bit slower. Ja, es ist wieder auf der Suche nach Queens, nach zwei Königinnen. No queens. That is extremely unlucky. Hat aber hier keine gefunden. Das ist, was die Queens betrifft, sehr, sehr RNG-lastig. Und angezeigt werden sie uns eben aufgrund dessen, dass wir das Magazin haben im Inventar mit einem coolen Symbol an deren Köpfen. Aber das Spiel will wohl gerade nicht so wirklich.
I'm gonna take the Comic Sans Michelle Club van and just hope I find one. Kurze Antwort an der S8-Driver, ja, das stimmt, das habe ich auch damals irgendwo gelesen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, in welchem Teil. Ich meine, im dritten war das gewesen. There are tiny red dots that you need to find, so it's not the... Oh, we hear it. We hear it. Do we see it? There it is. There it is. Can we grab it? No. Hi, friend. Please get off me. I think two should be good. Yes, two is fine. All right. Okay. Good. Okay, so we will take an alternate exit out of here. I am already at the exit back to Leisure Park. It is technically quicker to go back to the grocery store, but I do not want to see my friends, the Special Forces, again, because I am at somewhat low health. Also, we saw John at the loading screen for about a quarter of a second. In this game, it's just einfach nur Zombies töten, ne? Genau, Zombies töten, du hast dann noch immer wieder mal so kleinere Aufgaben, die du erledigen musst. Und meistens auch Zeitdruck. Zumindest im ersten Teil noch, ich glaube im zweiten auch. Aber so ganz guten Erinnerungen habe ich es auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Das Besondere damals, wo mich geworden hatten, weiß ich noch, weil sie war, dass du halt jedes Teil in dem Spiel bewegen konntest. Anyway, we have our two queens. We unfortunately cannot ride our skateboard in here because, let's see if we completed our grocery run. We did! Good job on me, I didn't forget anything, because going back into the mall at this point would be a terrible waste of time. Okay. So now we need to give Isabella. So, wir haben jetzt die ganzen Sachen, die wir vorhin gesucht haben. Also Kalte Spray, Mixer etc., das haben wir jetzt alles abgegeben. Haben schon mal auch die ersten Königinnen abgegeben. Das Ganze machen wir mit einem kleinen Textbox-Glitch, in dem man sich einfach weit genug von Isabella wieder entfernt. Damit sie nämlich schön die Klappe hält und uns keine Zeit kostet. A zombie that has a hunting knife on them. They have a nice tropical shirt. Here we go. Please give me your knife. He's stylish. He's very stylish. Thank you. And we will be looking for more queens. In normal runs, we would just circle around North Plaza until we find them. Hi, friend. Leave me alone. We will be circling around the North Plaza until we find more zombies with queens. Please do not vomit on me. That is very unsanitary. Zombies holding queens don't attack normally, they just vomit blood for some reason. It's very weird. I've got only one queen, so instead of going around and around in North Plaza and hoping I get something, I'm going to go back into the grocery store and hope I don't die. Ich hatte auch gerade vorhin noch mal kurz erwähnt, dass man normalerweise auf dem Parkgelände von diesem Supermarkt, also da, wo wir am Anfang entlang gelaufen sind, das, was mich verwirrt hat, dass man normalerweise danach die Königinnen sucht, was er jetzt aber hier nicht machen will. Okay, I thought I got grappled. If you alert all of the guards in the grocery store and then go into the pharmacy after opening the right door, they'll just gather outside of the pharmacy and either run around in circles or stand still. Er guckt lieber hier im Parkhaus nach. And if you, was mich ein bisschen verwundert ist, dass er dennoch nicht die Grünen. Er hat das Magazin ja aufgesammelt. Aber dass halt eben keine grünen Symbole an den Köpfen der Zombies angezeigt werden. Normalerweise wird es ja dann dadurch angezeigt. Aber er muss dann darauf achten, wie die Zombies teilweise agieren und die Augen offen halten. Nach diesen kleinen gelben Punkten. Nachdem er die Zombies überfahren hat hier. Accepts the inputs for the second and the third button press at the same time, which would mean that it accepts you pressing A to accept the A button press and then fails you because it thinks you're pressing A again. But that isn't present in the PS4 or the Xbox One versions for some reason. I've heard the Xbox One version has a glitch where if you go off of a ramp on a motorcycle, you'll just gain infinite acceleration until you crash into something. Jesus. Yeah, something similar happens, except you don't gain infinite acceleration. But I've also had a glitch where you're riding around on a motorcycle, you run over a bucket, and then the motorcycle just like plummets itself to the side, rotating violently, and it's really awkward.
That happens more often than it should. Oh, yes. Okay. Oh, hi, hello. It's fine. Die Hälfte des Landes okay, nicht mehr so davon unfortunately haben. The mall is closed for the night. Ich denke mal, ja. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann haben wir jetzt auch alle Könige, also 10 Königinnen, die wir brauchen. Das heißt, wir bringen die jetzt zu Isabella. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall schon den größten Teil vom Speedrun hinter uns. Yes, we are going to need 4 more. Right now it's about 10:30 p.m., so I think I should be about 12 and a half minutes in. Maybe around 13 RTA. Roughly about, yeah. Wir geben ihr dann die Königin, entfernen uns sofort von ihr, damit sie nicht anfängt mit uns zu reden. Warten dann, bis das Glas mit der Königin in der Hand verschwindet, um ihr dann das nächste zu geben. And two, if the military kills them, they strip off all of Frank's clothes and take all of your stuff. Oh, aber yes. Scheinbar haben wir doch noch nicht alle gehabt. Had to route in more instances auch noch ein paar. Where if the military actually successfully kills me. So, es hat alles ein bisschen andere Route jetzt. Alles allgemein ein bisschen andere Ausgangssituation als die Runs, die ich geguckt habe, weil das war dann meistens auch unter anderem zu New Game Plus, das heißt volle Leben und mehr Inventarslots, wie es wohl auch aussieht. Die Zombies mit den Königinnen, die verhalten sich auch ein bisschen anders als die normalen Zombies. Das heißt, die sind nicht so aggressiv, die greifen nicht direkt an. Das Einzige, was sie machen, sie übergeben sich bei einem oder über einen. Mehr oder weniger. Ja. It's labeled as coffee. Yes, it's labeled as coffee creamer on the weapon ID, but the texture says it's chocolate milk. I thought Frank just like down coffee creamer because like there's nothing else around. Oh yeah. The cracker's also cookies. Oh. Yeah. Oh, hi friend. I have a gun, not a knife. Is the raw meat you find on the ground still raw meat? Yeah. Well, it's floor meat. Yeah. It's not sanitary, I'll tell you that much. Frank will still just straight up eat raw meat he finds. Zombie Ride is awful. I was gonna say that. It works half the time and then it'll do stuff like that. Yes. If you try to zombie ride on top of a zombie and then Frank clips into the ceiling, it'll just reject you and put you back on the floor. If the zombie das ist auch leider gar nicht. It's called an anime teleport because Frank instantly just teleports behind ich ein bisschen verwirrt bin, wie viele Queens er jetzt insgesamt hat. Anime. Ich glaube, er hat jetzt 3 Stück eingesammelt. Eine braucht er noch. Nee, Dead Rising ist mittlerweile nicht mehr indiziert. Ist vom Index verschwunden. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Mittlerweile gibt es Dead Rising auch für die PS4. Ich glaube auch für die Xbox One. Da gibt es ja die Dead Rising Collection. Mittlerweile. Ich glaube, da kommt demnächst auch schon Lunas da raus. Genau, davon habe ich, glaube ich, auch was gehört, ja. So, thankfully the van isn't susceptible to this, but if you're using any other vehicle in the underground tunnels, your car has a tendency to flip, because if you ride a car into a shopping cart, so, wir haben jetzt die letzten Queens. Das heißt, die geben wir jetzt auch bei Isabella abgeben und dann, was ist das damit? And it has the tendency to flip your car over. In time skip, that happens a lot because you have to do bomb collector. And that kills runs somewhat frequently. It's easily the worst part of the run by far. Yeah. Oh, I didn't go off on that. I broke the one golden rule. I'm sorry, staff. Don't send hitmen to my house later because I didn't go off on this. Okay, so we have all of the things. We have all of the queens. We are good to go. Hopefully you've enjoyed our tour of the Willamette Parkview Mall. Ich hoffe, dass wir mal darauf komplett schon auf jeden Fall mal angucken. We're going to the unnamed tunnels that are somehow kurzweilig gewesen zu sein. We are somehow going to the unnamed tunnels that are connected to the Willamette Parkview Mall through the clock tower that lead to a rock quarry that has no purpose. And it seems to make no architectural sense because why would a rock quarry be connected? Also anfangs war es auf jeden Fall indiziert. Because it's in Colorado. Yes. Also. Ja, das war das hat das Spiel ja damals auch als interessant gemacht. Ja, genau. So ziemlich alle Spieler, die. Genau. So, das war's jetzt übrigens auch mit dem Markt.
Mit dem Einkaufszentrum. Da sind wir jetzt weg. Wir müssen uns jetzt hier in diese Röhre begeben, warten, bis Isabella endlich mal bei uns angekommen ist. Das ist eine kleine Escort-Mission, die wir jetzt hier machen. Wir müssen jetzt einfach nur warten, bis Isabella dann hier dieses Gitter öffnet, damit wir auch rüberkommen können, am besten. Nicht anknabbern lassen. Dann müssen wir sie in der Hand nehmen und dann eskortieren hier durch. Glücklicherweise kann man die Zombies einfach rumlaufen. Problem ist halt nur, dass Isabella bei manchen Situationen gerne dann einfach mal die Hand loslässt und dass man, so wie jetzt. Well, I mean, we preemptively clap for Isabella. Unclap, everyone. Unclap. Unclap. Just I have lost a run in overtime mode. We were doing a New Game Plus overtime room tournament. I had Isabella kill me by shoving me. I came last in that tournament, by the way. I'm proud. So, really quick to preface this. Wario mentioned earlier we had a surprise for the how this run ends. Yes. Ich kann mir vorstellen, wenn ihm zwischendurch die Hand loslässt, dass er ein richtiger Runkiller sein kann am Ende dann noch. Beforehand. Ja, kann ich mir auch noch gut vorstellen. Ihr müssen wir jetzt wieder ein bisschen abwarten. Besten einen kleinen Zombie-Ride vielleicht machen, also auf den Zombies rumlaufen, auf der Masse. Oh, we'll be fine. I hope. It is a runner. Hello? Let's see how this game goes. Okay, will I make also ein R. So, hier brauchen wir Isabella nicht mehr. Die lassen wir einfach zurückfahren mit dem Skateboard runter, so gut es geht. Oh my god. That's a lot. I'm so sorry. I hope you all are nice. Und versuchen einfach nur lebendig unten anzukommen. Isabella ist uns in dem Moment einfach egal. Okay, so. We're at the very end of the tunnel. Unfortunately for Isabella, her zombie perfume is wearing off. Fortunately for us, we don't have to hold hands anymore. We can just carry a piggy back, which is much more convenient. So, jetzt müssen wir Isabella tragen. Let us do this from the very beginning. Because A2 is terrible. Kann sie wenigstens nicht mehr weglaufen. Genau. Okay. Nicht mehr die Hand loslassen, einfach so. The one thing I'm not supposed to forget. Wir lassen es einfach unten stehen, das passt schon. Legen den Schalter hier um, damit sich das Tor öffnet und wir dann gleich zum nächsten Bereich kommen. Im Speedrun. I already introduced the time paradox by introducing albums that weren't made until 8 years after this game came out. Okay, so thankfully the guards did not. Die Wachen haben es auch nicht wirklich bemerkt. And now we have a boss fight with a tank. So, jetzt gibt es einen Bosskampf gegen einen Panzer. Dort schießen wir einfach vorne auf die Vorderlichter, denn wir wissen, alle Panzer dürfen mit ohne Vorderlicht nicht fahren, deswegen schießen wir die Lichter kaputt, damit er nicht weiterfahren darf. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Man hat auch gesehen, er hat jetzt die ganze Zeit über mit Gamepad gespielt, aber diese Stelle hier macht er dann doch lieber mit Tastatur und Maus. Dann doch besser zum Ziel. Oh, sure, we've got them. Oh, sorry. We have a $50 donation from CorundumCore75. It says, hey, Drunk Wario, shoutouts from the Speedruns Rochester crew. You're honestly one of the funniest speedrunners out there, and you're always so knowledgeable on your games. So happy that you're up on the big stage. Best of luck on the run. Thank you very much, CorundumCore. I hope everyone else in the Speedruns Rochester community is having as good of a time as I am. we have Jaxlar in the back couch. He was there for Perfect Dark, if you remember him. So this tank section right here, on keyboard and mouse, this tank cannot outdamage me. Even though I'm just on a regular Jeep and it's firing artillery shells at us and drones and missiles, it's not doing any significant damage right here. Really quick, hate to button one thing, just so YouTube doesn't get mad at this later. You're shooting sensors on the tank that kills it. You're not breaking a tank with a machine gun. Yes, as soon as the sensors die, the autopilot dies, and then Brock Mason comes out. Also, time is going to be when Brock Mason... So, jetzt kommt Brock, jetzt kommt der Boss. Der sollte sehr schnell vorbei sein. Das heißt also, ja gut. Es geht auf jeden Fall deutlich schneller gegen Brock. Yes. So, the blue thing that I had was Spitfire. Weil man kann ihn normalerweise mit einem wunderschönen Tritt in die Seite, dann den Kopf noch ein bisschen auf seine linke Hälfte der Körperregion von Brock, macht dann noch so einen Salto-Kick und dann war es eigentlich fast schon. Time.
Also es gibt auf jeden Fall schnellere Wege, diesen Bocktypen hier zu besiegen. Aber ja, das war Dead Rising. I think the best part has to be Frank's reaction shortly after killing a man with a spit. Yes. Anyway, wir haben ihn übrigens die ganze Zeit bespuckt, gerade im Bosskampf. Which actually shows up in an IDW comic called Dead Rising. It's a very good comic. It's made einfach spucken, das hat er wohl nicht so ganz verkraftet und ich weiß ja auch nicht. Town of Willamette with information pertinent to the incident under his belt. The news caused a auf jeden Fall, das war Dead Rising. Genau, war was Gutes. Was Feines. Wie üblich bei mir bin ich mich auch ganz vorbereitet, die Runner anscheinend sich eine komplett andere Route zu gehen, als das, was ich mir notiert habe. Ist ja nichts Neues bei mir. Macht nichts raus, ich habe da mittlerweile auch so meine Erlebnisse. Ja, ich auch. Ich glaube, das muss man einfach mal so durchgemacht haben, so als Kommentator. Du bereitest dich so eine Woche auf Commentary drauf vor und dann macht der Runner was vollkommen anderes, als eigentlich in den Notes steht. Ja, da kann ich ein Lied von singen mit 360 Chrisim, der mal bei der ESA einen Run gezeigt hat mit Super Mario 64. Und ich habe hier die Reihenfolge der Sterne aufgeschrieben, die er gesammelt hat. Und dann hat er sich entschieden, beim Run, er macht eine komplett andere Reihenfolge. Ja gut, bei SM64 muss man allerdings auch sagen, da gibt es halt auch immer das Problem, dass wenn halt ein Stern beim ersten Versuch nicht klappt, gerade bei 120 oder 70 Sternen ist es so, dass die Runner dann gerne auf Backup-Squads gehen. Ja gut, aber es war irgend so eine gemoddetes Mario 64, also wo es auch nicht wirklich viel Sterne gab, ich glaube 24 maximal. Okay. Das heißt, es war noch relativ übersichtlich, da nochmal reinzukommen. Dann ist es halt auch wirklich was anderes, ja. Yuki, wir sind ja auch nicht anders. Erinnerst du dich auf den letzten ZFM? Der Denzel mit dem Mega Man 11 Run. Hab ich nicht geguckt. Also. Ja, es ging ja darum, dass der erste Run seiner Art auf einem Event war. Das war noch gar nicht auf Speedrun.